Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Battlefield Hardline im Multiplayer-Modus. Ich spiele wieder mitten in der Nacht, also jetzt um 1 Uhr. Das wird wahrscheinlich wieder bedeuten, dass ich eh wieder richtig auf die Nase bekommen werde, so richtig. Weil um die Uhrzeit spielen meistens nur richtige Pros oder halt Leute, die... Ja, keine Ahnung, in den Release-Tagen ist es meistens so, wenn man ungewöhnliche Zeiten spielt auf EU-Servern, dass hier halt meistens einfach nur viele kranke Leute spielen. So, okay. Das gibt's nicht. Da bin ich an ihm vorbeigerannt, das war so klar. Ah, warum? Ich hätte eben schon gedacht, okay, den kriegst du zumindest mal, aber irgendwie nicht. Ja, ich bleibe erstmal ein bisschen beim Operator, weil ich habe außerhalb der Aufnahmen noch gar nicht gespielt. Bedeutet, ich habe auch noch überhaupt nicht geübt und so weiter und so fort. Deswegen bleibe ich erstmal ein bisschen bei einer Klasse, bei einer etwas leichteren Klasse, wie ich finde. Hilfe! Wow, dann steht ihr da oben drauf. Ja, ich glaube, das gegnerische Team macht uns gerade ein bisschen Platz. Ich schaue gleich mal auf die Punkte. Oder die machen uns so richtig platt. Aber so richtig, richtig platt. Dann ist es kein Wunder, dass wir hier so richtig fertig gemacht werden, nachdem ich gespawnt bin. Hier sehen wir ja echt kein Land, aber ich möchte mal ein bisschen was von der Map zeigen. Deswegen versuche ich einfach mal in Richtung E zu rennen. Vielleicht komme ich da ja irgendwie durch. Weil das Haus hier haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Aber in dieser Richtung hier waren wir noch gar nicht unterwegs. Und deswegen denke ich mir einfach mal, warum nicht? Können wir uns hier mal ein bisschen umgucken. Okay, wir sind nah genug an E dran eigentlich. Das heißt, hier wird ja jemand sein. Ja. Deswegen können wir auch nicht einnehmen. Wird aber noch mindestens ein weiterer sein. Zentrale, wir sind vor Ort und haben die Verdächtigen ausgeschaltet. Schauen wir mal, kriegen wir das? Ich meine, wir waren eben zu zweit hier und da haben wir nicht eingenommen. Dann haben wir einen gekillt. Heißt aber, es muss noch mindestens einer hier sein. Oder unser Typ hat zwei gekillt, ich habe den zweiten nicht mitgekriegt. Oder der andere ist weggerannt, das kann natürlich auch sein. Gut, haben wir ein bisschen was von E gesehen? Wow, das da hinten sieht auf jeden Fall ziemlich krass aus. Ist das ein Waldbrand, der hier gerade rüberkommt? Sorry, auch wenn ich jetzt das Risiko eingehe, erschossen zu werden, weil ich in Richtung deren Spawn renne. Das sieht ziemlich krass aus. Ist ja die Hollywood Heights hier, also die... Da ist, gibt es hier ab und zu mal Waldbrände in der Gegend. Wenn das das Evolution dieser Map ist, dann bin ich mal gespannt, was passiert, wenn das hier ankommt. Okay, zusätzliche Magazine. Ich glaube, hier geht es gerade ein bisschen ab, kann das sein? Wieder aufstehen, Kumpel. Wir brauchen dich noch. Ich glaube, der wurde weggesniped. Bin ich mit einem Schuss einfach umgefallen. Über die Kamera? Die würden wir kriegen, wenn ich besser ziehen würde, glaube ich, oder? So, immerhin den Hacker weg. Nimm das! Oh oh! Okay. Ich glaube, wir haben die Leiter hier mal kurz außer Acht gelassen und schon kommen natürlich welche hoch. Kein Wiederbelebungskit dabei. Doch, ein Wiederbelebungskit dabei. Okay. Puh. Hilfe!
geht ein bisschen ab, glaube ich. Wir werden aber weitere hochkommen. Das werden nicht die letzten gewesen sein. Erstmal voll heilen und dann gucken, was wir am besten machen. Da kommt gerade einer. So. Kannst nicht glauben, dass hier etwas hochrennt, mein Freund. Aber es geht hier immer auch ums Erobern. Könnte ich die ganze Runde nur verteidigen, das wäre ja langweilig. Da ist doch einer drin. Da lagen doch schon 4 Leichen von uns und 5 Leute haben da reingeschossen. Ich bin davon ausgegangen, dass da definitiv keiner mehr drin liegt. Ja, man sollte sich wohl immer erst selbst davon überzeugen. Oh, es könnte sein, dass wir es tatsächlich noch drehen. Oh, Shotgun-Typ, natürlich. Oh, natürlich. Der einzige Gegner, auf den man trifft, ist dann natürlich ein Shotgun-Typ. Mann. Stehen wir so wieder so scheiße hier. Ich meine, gut, wir haben ein paar Leute wieder belebt und wir haben gut verteidigt und so, aber... Ja, was ist gut verteidigt? Wir haben geholfen zu verteidigen. Aber wirklich gut ist das nicht. Es geht hier aber auch ein bisschen sehr drunter und drüber auf dem 64-Mann-Server hier. So. Weg mit denen. Das war ein Shotgun-Typ, den haben wir trotzdem gekriegt, okay. Aber da war leider noch einer, und da war noch einer, und da war noch einer, und da hinten kommt noch einer. 64 Mann ist einfach übertrieben. Okay, da sieht man es auch auf der Map. Ich glaube, der Kampf geht ein ganz klein bisschen bei B. Ich könnte mich irren, aber sieht ein bisschen nach B aus. Wow. Okay. Das waren 2 Schüsse, glaube ich, die der gebraucht hat, um uns zu killen. Und das im Fallen. Also muss man auch was mit dem kriegen hier. Damit verlieren wir auch C, dann ist es verloren. Ich wollte jetzt eigentlich von C den Umweg zu E rennen. Boah! So ein Kotzen. Der Polizist ist gerade an den Gegner vorbeigerannt. 2 Polizisten sind am Gegner vorbeigerannt. Oh, ja, jetzt haben wir echt verloren. Jetzt können wir nichts mehr machen. Das sah zwischendurch nochmal gut aus, aber jetzt haben die Gegner 3 Punkte und wir verlieren B auch noch. Dann haben sie 4 Punkte. Wir kommen auch aus B nicht mehr raus, leider. Jetzt haben sie auch noch einen verhört. Das heißt, die wissen auf einem Map, wo wir sind. Und deswegen wusste er auch, dass wir um die Ecke kommen. Das war's. Wie gesagt, verloren ist verloren. Die haben mehr Punkte als wir und damit ist es durch. Die Punkte sind zu knapp. Auch das können wir nicht mehr retten. Eher nehmen die noch einen Punkt ein, als wir noch einen. Das ist der einzige Spawnpunkt, den man wählen kann, weil er einfach zu abseits liegt und man wird hier einfach instant weggeschossen. Das wissen die Gegner auch. Die legen sich einfach nur noch hin, laden nach, schießen, legen sich wieder hin, laden nach und schießen. Mehr machen die gar nicht, außer uns hier die ganze Zeit wegzuhauen. Wird nochmal knapp, aber verloren ist es trotzdem. Ich habe den zweiten gesehen, aber ich dachte, ich haue den erstmal weg. Vielleicht kümmert sich ja mein Kumpel um den, aber die haben halt beide gekillt. Ein Typ hat dann einfach 5 Leute von uns weggemacht und dann ist der Sieg an die gegangen. Aber knapper ging es, glaube ich, fast nicht mehr. 0-11. Ja, wäre ich irgendwie durchgekommen. Ich wollte die ganze Zeit versuchen, den Umweg zur E zu nehmen, weil da hat keiner verteidigt. Aber damit, ja, haben die Gegner nicht wirklich gerechnet, aber ich kam halt einfach nicht durch. Hätte ich das geschafft, irgendwie einmal zur E zu rennen, wie vorhin schon, dann hätten wir es auch nur kurzzeitig einen Punkt mehr gehabt und das hätte, glaube ich, gereicht, um die 11 Tickets an uns zu bringen. Naja, schade. Wir spielen jetzt auf Brandung. Da haben wir, glaube ich, noch keinen Eroberungsmodus gespielt, deswegen, okay, ich würde gerne mal tatsächlich dieses, Grow House wieder spielen, also die Plantage. Die habe ich ja bislang, wie gesagt, nur 2-mal gespielt, glaube ich. Die sah sehr interessant aus. Ich konnte sie aber seitdem nie wirklich spielen. Ich steige mal mit dem Streifenwagen ein. Wenn ich das kann. Kann ich das noch? Ich glaube, ich kann das nicht. Doch, ich kann das.
Und dann gucke ich mal, wo der hinfährt. Der wird schon Ahnung haben. Also 12 Leute müssen auf jeder Seite zusagen, damit es losgeht. Da kommen schon noch 2 beim Gegnern, noch 3 bei uns. Na gut, jetzt geht's eh los. So, 12 beim Gegner haben wir. Bei uns fehlen leider noch ein paar. Aber jetzt ist die Zeit eh schon normal abgelaufen. Das heißt, wir starten es eh. So, Riesenfahrer, okay. Und gleich steigen alle aus, die bei uns drin waren. Oder war das nur ein Bug und die sind wirklich gerade eingestiegen? Okay. Einer weniger. Die anderen kümmern sich um E. Dann können wir auch direkt zu D fahren. Wow. Okay. Sorry, Leute, ich kenne die Map nicht. Ich wusste nicht, dass wir diese kleine Mauer hier nicht kaputt machen können. Man kann den Battlefield Hard dann aber allgemein relativ wenig kaputt machen. Und ich muss ernsthaft mal hier dieses blöde Taschenlampending wegmachen. Das nervt eigentlich nur, statt dass irgendwas hilft. Die blöde Taschenlampe, die bringt mir halt nicht wirklich Licht, aber die lässt mich halt... Die Gegner sehen mich dadurch halt schneller. Und das ist, wie ich finde, kein positiver Punkt. Oh, ich glaube, der hat uns gesehen. Ja, hat er. Toll! Ja, 0-1 fängt schon mal super an. Aber es geht ja um die Punkte und um nichts anderes. Und den Punkt haben wir immerhin erobert. Wow. Ernsthaft? Ich bin in einen Sniper reingespawnt, der einfach nur schießen muss, damit wir sterben. Na, immerhin konnte ich in der Kürze der Zeit noch einen mitnehmen. Und direkt bei Dingens des Spawns. Also blöd. Spawnen wir mal bei dem hier, der gerade versucht, B einzunehmen. Hier, ein Medikit für dich. Helf ich da mal. Okay. Die könnten von oben und die könnten von der Seite kommen, aber eingenommen haben wir. Dann gehe ich mal kurz nach oben gucken, ob sich hier noch jemand irgendwo verschanzt hat. Nichts zu sehen. Oh, umstritten. Das heißt, es sind Gegner hier. Wir werden besnipert. Und hier hat jemand eine Shotgun. Ich hoffe, das ist einer von uns. Ich glaube aber eher nicht. Das heißt, ich sollte mich eher auf offenere Gebiet bewegen und nicht da drin. Drin wäre ich mit einem Schuss weg. Gib mir schnell zusätzliche Magazine. Das war aber nicht der Shotgun-Typ, den wir da gerade erledigt haben. Aber hier ist uns doch keiner mehr. Gut, dann bewegen wir uns mal Richtung A. Ich mag die Map hier sehr gerne. Muss ich sagen. Auf Anhieb hat sie mir blödsinnig nicht ganz so gut gefallen, aber der Sturm, der aufzieht und so, das sieht schon ziemlich cool aus. Gefällt mir auf jeden Fall. So, A haben wir sogar schon. Dann können wir uns Richtung C begeben. Ich habe jetzt erst mitgekriegt, dass ich Squad-Leader bin. Unbedingt für Fernkampf gemacht, die Waffe. Wenn ich jetzt hier über die Brücke renne, bin ich instant down. Weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass da hinten jemand aufpasst und in unsere Richtung zielt. Und da hat auch jemand in diese Richtung gezielt. Und der hat sogar gleich 2 von uns weggemacht. Naja gut, ich konnte ihm ja auch nicht wirklich Schaden machen. Oh, wir verlieren B wieder, oder nicht? Hier will jemand angreifen. Das wollen wir ja mal verhindern. Boah, ich muss die Taschenlampe gleich mal wegmachen. Oh, das ist sogar B. Warte, runter. Wow, ich habe nicht gesehen. Ich habe ihn ernsthaft nicht gesehen. Wegen der blöden Gasgranate. Ich sehe immer noch nichts wegen der Gasgranate. Können teilweise schon ziemlich stark sein. Ach, die stehen da in so einem kleinen Nebengebäude und snipern einfach die ganze Zeit rein. Hilft deren Team aber nicht. Die haben nämlich nur einen einzigen Punkt.
gefällt mir eigentlich ganz gut. So, den Operator bringen wir jetzt noch eine Klasse nach oben. Und dann spielen wir mal mit Mechaniker, würde ich vorschlagen. Na, wie geht's hier so? Kann ich hier nicht... Ich weiß immer noch nicht, wie ich da aus dem Fenster rausgucke, aber naja, egal. Beim letzten Mal habe ich irgendwas gefunden. Aber den, ich meine, es war Y. Den habe ich jetzt gedrückt und hat nichts gebracht. Okay, da ist deren Squad-Wagen. Das ist der einzige Wagen, der so gut gepanzert ist. Dass man den nicht mit normalen Waffen Schaden zufügen kann. Ich weiß gar nicht mehr, gegen Granaten. Ich glaube, Granaten gingen schon. Ja, Granaten gingen sehr schön. Fahrzeug zerstört, das heißt, hier spawnt erstmal keiner nach. Von wo? Von wo? Ich weiß nicht, von wo. Ich lauf einfach. Ich glaube, die waren auf dem Dach oder so. Uppala! Steh noch mal heilen. Ewig sieht das Kill. Haben wir das Dach schon gesäubert? Scheinbar. Komme ich wohl zu spät zur Hilfe? Scheint aber jemand nicht zu gefallen, dass wir hier drauf sind. Umstritten, das heißt, die müssen sein. Uah! Und auch einer, der mich gesehen hat, anscheinend. Ich brauche immer zu lange, um den Medikit-Knopf zu drücken. Da muss ich jedes Mal auf die Tastatur gucken und dann verliere ich jedes Mal die Übersicht. Das muss ich irgendwie noch besser hinkriegen, die drei zurück. Aber ich bin halt. Ja, ich spiele halt Shooter auf dem PC, aber alles andere spiele ich halt auf der Konsole. Deswegen sind mir halt die Tasten nicht so nah dran. Boah, das ist jetzt wieder so ein typischer Fall gewesen. Dreimal hintereinander gespawnt, dreimal hintereinander gestorben. Und schon ist alles, was man vorher geschafft hat, quasi wieder verloren. So, jetzt haben wir den Operator gelevelt. Jetzt gehen wir mal auf den Mechaniker. Okay, wir spawnen in drei Gegnern drin. Das gefällt mir. Leider hat uns dann einer gekillt. Wir haben nur zwei mitge... Oh, und jetzt belebt er einfach alle wieder. Okay, jetzt sind da oben 8 Leute in dem Haus drin. Das können wir vergessen. Ja, die Spawnpunkte sind wie schon bei vielen anderen Battlefield-Spielen definitiv noch zu bemängeln. Die hat aber keine Taschenlampe dabei, ne? Ja, gut so. Da muss ich da nicht jedes Mal dran denken, die auszumachen. Kein Verbündeter, kein Gegner in der Nähe. Ich habe aber eben Schüsse gehört. Fahrzeuge entzünden und explodieren sich übrigens nach einer Zeit automatisch, wenn sie lange fernab irgendwo rumstehen. Einfach aus dem Grund, dass das gegnerische Team nicht einfach deine Fahrzeuge klauen kann, irgendwo in eine Pampa fahren und dann mit dem da stehen bleiben oder die da abstellen, sodass die nicht respawnen bei euch im Lager. Um dagegen zu wirken, wenn die halt lange unbemannt sind, fangen die halt irgendwann an, Schaden zu bekommen, bis sie kaputt gehen, damit sie dann wieder respawnen können. Wie ich finde, eine sehr kluge Lösung. So, dich habe ich gesehen. Ja, da können wir uns jetzt nicht selber heilen. Ich reagiere noch zu langsam, das konnte ich in der Beta schon besser. Okay, hier war irgendwo ein Fahrzeug, das habe ich nicht gesehen. Oh, das steht genau auf der Straße, okay. Konnte ich in der Beta noch besser, schneller reagieren. Da war ich auf jeden Fall wesentlich besser drauf, aber da habe ich, wie gesagt, auch vorher viel private Spielzeit in das Spiel gehabt. Und mittlerweile habe ich einfach noch gar keine Zeit gehabt, das Spiel privat zu spielen. Alles, was ich bislang gespielt habe, habe ich auch aufgenommen. Einige von den Aufnahmen sind, wie gesagt, ein bisschen verloren gegangen. Aber ich habe auf jeden Fall, wie gesagt, immer dabei versucht aufzunehmen. Und es ist jetzt erst...
Das Spiel ist jetzt schon vor über 24 Stunden erschienen und ich habe jetzt wirklich noch fast nicht gespielt. Meistens hat er mich mit nicht funktionierenden Aufnahmen rumgequält. Okay, dieses Haus ist verwirrend. Draußen zieht gerade der Sturm auf. Was, wie ich finde, immer noch sehr, sehr geil aussieht. Ja, das sieht schon ziemlich gut aus. Macht doch richtig Atmosphäre hier rein. Wow, erstmal zeigen, wo wir sind. Super. Ist aber in dem Fall nicht ganz so schlimm gewesen. Nachdem wir da ein bisschen rumgegammelt haben bei dem Haus, können wir uns auch wieder ins Gemetzel stürzen. So, hier haben wir Pistole, hier haben wir den Granatwerfer und hier haben wir... Mehr haben wir noch gar nicht. Okay. Auf die Distanz ist diese Waffe nicht gemacht. Die ist eher so auf mittlere bis kurze. Okay, die Wand kann man wohl nicht so einfach durchschießen, wie ich mir das gewünscht hätte. Ein Geschenk für euch! Hilfe! Hilfe! Scheiße, der ist tot! Haben wir kurz ein bisschen Gesundheit genommen, hat geklappt. Dann haben wir zwar einen Headshot verteilt, aber Headshots sind hier leider nicht tödlich in diesem Spiel, was relativ unlogisch ist, aber okay, das Spiel geht halt ein bisschen von dem normalen Battlefield-Prinzip weg. Battlefield hat ja immer in vielen Punkten mehr auf Logik gesetzt als ihre Konkurrenz, sage ich mal. Battlefield Hardline setzt wesentlich weniger auf Logik als auf die anderen Battlefield-Teile, also Battlefield 3 oder 4. Wow, da habe ich extra frühzeitig meinen Granatwerfer rausgeholt, damit ich auf das Fahrzeug da hinten schießen kann. Genau, und damit springt da einer aus dem Haus raus. Und dann kam ich nicht rechtzeitig wieder zurück zum Waffenwechsel. Ja, aber das Ding sollte doch klar an uns gehen. Wir haben nicht mal die Hälfte der Tickets verloren. Doch gleich. Na, die schaffen es uns, die Hälfte der Tickets abzuziehen. Ja, schade. Also kein ganz dominanter Sieg. Ja, wir haben leider wieder ziemlich scheiße gespielt, muss ich einfach mal wieder so sagen. Aber um die Uhrzeit, wie gesagt, sind auch oft viele Leute unterwegs. Wenn ich mal so stinknormal nachmittags 3 bis abends 8 Uhr spielen würde, dann hätte ich, glaube ich, wesentlich bessere Chancen in dem Spiel hier, als ich das momentan habe. So farm ich mir halt nur meine schlechte KD hoch, wenn ich jede Zeit nachts von 0 bis 3 spiele, nur dann ist es halt ein bisschen schwierig. Naja, ich denke mal, das wird der Part auch gewinnen.